Korrespondenten Theo Koll. Was ist der letzte Stand der Dinge über die verletzten oder auch möglicherweise getöteten deutschen Urlauber? Nun, Sie haben es im Beitrag gerade richtig gesagt, bisher ist ein deutscher Toter identifiziert. Das heißt nicht, dass das die Endzahl der Toten ist, weil man bisher erst 17 der Leichname identifizieren konnte. Man muss sich vorstellen, das waren Badegäste, die waren am Strand, die hatten natürlich nichts dabei, keine Papiere und auch sonst wenig, was sie leicht zu identifizieren lässt. Man hat ja alle Leichname nach Tunis gebracht, dort in ein Spezialkrankenhaus. Das heißt, jetzt sind die Familien nach Tunis geflogen worden, um die Leichname zu identifizieren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich frühestens am späten Abend da Ergebnisse bekommen. Also das ist eine vorläufige Zahl. Ansonsten, wir waren heute Nachmittag hier im Krankenhaus in Sousse. Da werden die Verletzten behandelt. Wir haben mit einer Deutschen aus Hannover gesprochen, die das auch in dramatischen Worten erzählte, diese Situation, wie man am Strand liegt und dann plötzlich kommt ein schwarz gekleideter junger Mann und holt einen Kalaschnikow oder was auch immer für ein Schnellfeuergewehr raus und schießt wahllos auf Touristen. Er hat ja wohl offenbar 30 Minuten Zeit gehabt, um sein Unwesen da zu treiben. Sind die Sicherheitsmaßnahmen da entsprechend dann doch wohl nicht ausreichend in Tunesien? Ja, das muss man konstatieren. Ich habe jetzt auch die letzten Tage hier oder gestern und heute die Erfahrung gemacht. Es ist wirklich, die Sicherheitsmaßnahmen sind relativ lax. Man wird zwar kontrolliert, aber man kann dann auch alles Mögliche erzählen und dann wird man durchgewunken. Also da ist sicherlich sehr viel Luft nach oben. Es hat eben die Hoteleigentümerin von dem Anschlagshotel hier eine Pressekonferenz gegeben und hat die Situation erläutert. Sie hat gesagt, es waren viele Wachleute am Strand, die waren aber alle unbewaffnet. Die haben zum Teil mit Blumenkübeln nach dem Attentäter geworfen, aber konnten damit natürlich nichts ausrichten. Also da ist sehr viel Luft nach oben. Sie hat eine Art internationalen Fonds gefordert, wo auch Gelder von außen kommen, um die Sicherheit zu verstärken. Es soll überall mehr Sicherheit an den Hotels eingerichtet werden. Die Regierung hat sogar Reservisten jetzt eingezogen, damit die Sicherheit verstärkt wird. Aber das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Wie ist denn die Stimmung bei den Touristen und Besuchern, die sich im Moment in Tunesien aufhalten? Gibt es da sozusagen einen Run auf die Flugzeuge, um wieder nach Hause zu kommen? Absolut. Es sind Tausende, die schon Tunesien verlassen haben. Es sind ständig Flugzeuge, die ausfliegen. Das Hotel hier ist so gut wie leer. Unser Hotel, in dem wir sind, da wollten 600 Leute sofort abreisen. Also verständlicherweise aber für das Land natürlich eine dramatische Konsequenz. Denn der Tourismus ist das Rückgrat der Industrie hier. Wenn das wegbricht und genau das passiert jetzt schon, dann hat das natürlich für die Wirtschaft dramatische Auswirkungen. Der Regierung ist das absolut klar. Die hat jetzt ein Maßnahmenpaket verabschiedet, um die Sicherheit zu erhöhen. Man hat gesagt, man will 80 Moscheen, in denen bekanntermaßen Hass gepredigt wird, schließen. Man will Parteien wie die Salafisten dann wahrscheinlich verbieten, die also nicht auf dem Boden der Verfassung sind. Aber das wird natürlich, so berechtigt das ist, das wird erstmal dafür sorgen, dass die Situation schlechter wird. Denn das wird natürlich dafür sorgen, dass bestimmte Leute in den Untergrund gehen und das trägt mit Sicherheit nicht zur Sicherheit bei. Dieses Blutbad hat ja ein einziger Mensch nur angerichtet. Er soll sich ja wohl als Soldat des Kalifats bezeichnet haben. In Frankreich hat es auch nur einen Menschen gegeben, der das Attentat verübt hat. Sind das nun Einzelgänger und Einzeltäter oder steckt dahinter doch eine Organisation, nämlich die IS? Alle Experten, die ich bisher gehört habe, also alle Terrorismusexperten, sagen, eher sind es Einzeltäter. Und es ist ein Zufall, dass das an einem Tag passierte. Wir sind ja kurz vor dem Jahrestag des sogenannten Kalifats, also der Ausrufung des eigenen islamischen Staates. Vielleicht hat es da einen Zusammenhang. Es ist Ramadan-Beginn. Wir erinnern uns, Mohammed hat eine seiner wichtigsten Schlachten um Mekka gewonnen im Ramadan. Das ist also für Dschihadisten dann auch eine Zeit, besonders aktiv zu sein. Es gibt auch natürlich diverse Aufforderungen in den dschihadistischen Netzwerken, genau diese Einzeltäteranschläge zu verüben. Also das
könnte eine neue Strategie sein, die gar nicht vernetzt sein muss und die natürlich, siehe auch unsere Berichterstattung, siehe die Folgen für den Tourismus, eine unglaubliche weltweite Auswirkung haben. Man muss gar nicht mehr die Twin Towers in die Luft sprengen, sondern solche Anschläge in Kombination verunsichern im Grunde die westliche Welt. Theo Colin-Djerba, ganz herzlichen Dank für Ihre Informationen.